Es kommt Verstärkung, bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. Sollen wir mit ihnen gehen? Mit der Leibwache des Meisters? Die kommen schon alleine klar. Du hast recht. Ich suche mir mal ein schönes Versteck, bevor der Rest von denen eintrifft. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Unity. Beim letzten Mal haben wir uns in der Al-Oblée umgesehen und haben da herausgefunden, wo sich Lafreniere aufhalten soll. Nämlich genau hier in diesem Gebiet soll er sich wohl an diesem Abend aufhalten. Und ja, Lafreniere ist ja der Mann, der hinter dem Mord an Monsieur de la Serre steckt. Und genau den wollen wir jetzt auch erledigen. Und ja, wir machen das aber nicht ganz normal, wie ihr merkt, sondern wir sehen uns erstmal ein bisschen in dem Gebiet um und machen uns dann unsere eigenen, ja, quasi unser eigenes, oder stellen unsere eigene Falle, um den guten Lafreniere dann möglichst sicher eliminieren zu können. So, als erstes eliminiere ich aber mal den guten Mann da. So. Und zack. Ja, und deswegen werden wir uns jetzt hier mal ein bisschen umsehen. Die Leibwache des Meisters sie rausholen? Scheint mir übertrieben. Die Bastarde wehren sich, sitzen fest wie Zecken. Sie sollten besser tot sein, wenn der Meister eintrifft. Ich will nicht, dass er angreifbar ist. Und da haben wir schon gehört, da soll sich in den Katakomben soll sich wohl die Leibwache des Meisters befinden. Was macht der denn jetzt? Wir gehen mal sowieso erstmal kurz noch weg, weil wir sollen Alarmglocken sabotieren. Ist zwar nichts, was ich unbedingt bräuchte bei meiner Spielweise, aber sicher ist sicher, ne? So, und dann würde ich mir die ganze Sache gerne mal angucken, weil wenn da wirklich die Leibwache des Meisters ist und ich die ausschalten kann, wäre natürlich der gute Lafreniere enorm geschwächt. Deswegen würde ich da ganz gerne mal runtergehen und mir die Sache angucken. Und dann warten wir, bis Lafreniere mit seiner Verstärkung hier später eintrifft. Da unten sind sie schon. Ah, die haben irgendwelche Totengräber. Okay, komm du mal her, Freundchen. Und für die anderen nehme ich die Rauchbombe. Und zack. Und zack. Und zack. Ich sammle die anderen. Wir halten hier die Stadt und decken euren Rückzug, wenn es sein muss. Was ist los? Ja, das Schöne ist, wir haben jetzt ganz nebenbei dann auch noch die Totengräber als Unterstützung bekommen. Was jetzt nicht unbedingt mein Ziel war. Ich wollte vor allem eigentlich die Leibwache des Meisters ausschalten, damit Lafreniere, wenn er dann hier später am Abend ankommt, ein bisschen geschwächt ist. Aber wenn wir schon mal hier unten sind, kann man eigentlich gucken, ob man hier theoretisch auch irgendwie rausspazieren kann wieder, ob man das als Fluchtgelegenheit nehmen kann. Also ob der Untergrund hier mir irgendwas bringt. Da ist zum Beispiel ein Ausgang, nämlich habe ich schon gesehen. Die Frage ist, der bleibt aber im Sperrgebiet, der Ausgang. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Die Frage ist, wo komme ich raus? Hier. Okay. Ja gut, dann könnte ich theoretisch hier rausspazieren. Wäre eine Idee, ne? Könnte man also theoretisch als Fluchtgelegenheit benutzen. Da ist erstmal noch eine Alarmglocke, die ich sabotieren werde. Perfekt. So, und dann sehen wir mal aber noch weiter. Wir haben ja noch was anderes gesehen, worum ich mich ganz gerne kümmern würde. Mal neben den ganzen Leuten, die hier überall noch rumstehen, die ich vielleicht eliminieren sollte. Oh, da oben ist ein Scharfschütze. Um den muss ich mich als erstes kümmern. Bevor ich irgendwas anderes mache, Scharfschützen. Die haben halt relativ weite Sicht. Nicht nur, dass sie schießen können, sie können auch relativ weit gucken. Das macht sie halt immer am gefährlichsten. Deswegen sollten wir uns um den mal ganz, als erstes kümmern. Ja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, gerade mal so nebenbei. Ich finde diese Art von Attentat eigentlich mal ganz cool, dass man sich halt das Gebiet vorher anguckt und sich dann so seinen eigenen Plan ersinnt, um dann den guten Lafreniere zu eliminieren. Hat was, auf jeden Fall. So, aber jetzt bringen wir als erstes diesen Scharfschützen da um die Ecke. Na komm, mein Freund, na komm. Das war's mit dir. Perfekt. So, was haben wir da unten, ist die Frage. Da können wir was bekommen. Das waren wohl... Vielleicht können wir uns das... Oh, da vorne ist noch ein Typ. Können wir uns das vielleicht anhören? Ich will mehr Männer auf den Mauern. Und verschließt die Tore. Der Meister gab genaue Anweisungen und die müssen befolgt werden.
Ja, da unten haben wir nämlich die Pläne, wie wir schon gesehen haben. Wie hier Wachen stationiert werden sollen. Die sollten wir uns auf jeden Fall beschaffen, aber als erstes kümmere ich mich, glaube ich, mal um die beiden hier. Wenn der Typ da weitergeht, ich weiß nämlich nicht, ob der was sehen könnte. Der spaziert weiter. Und zack. So. Hier ist auch eine Truhe in der Nähe. Cool, die kann ich ja gleich auch mal knacken. Wenn ich schon mal hier bin. Sicherheitsvorkehrungen nicht alle erfüllt, lässt der Meister Köpfe rollen. Ja, ja. Okay, mal sehen, ob das diesmal klappt. Yes. Ah, zu früh. Komm schon, ich habe auch nicht ewig Zeit. Ach komm, der war doch. Unsere Feinde lauern überall. Wir müssen das Gebiet sichern. Komm schon, das muss jetzt aber klappen hier. Ach, der war doch. Solche Sachen ärgern mich am meisten, wenn es so elendig knapp ist. Nein, nein, nein. Shit. Der Meister verlangt, dass die Wachen hat nicht gut geklappt. Werden. Na gut. Kann man leider nicht ändern. Ach. Wenn es immer so knapp ist, ärgert es mich am meisten. Na gut, müssen wir ohne Truhe machen. So, jetzt wollen wir uns erstmal diese Pläne da beschaffen. Ich muss bloß aufpassen, da patrouilliert immer noch dieser Typ. Den sollte ich nicht unterschätzen. Frage ist, sieht er überhaupt die Leichen da drüben jetzt? Oh, ist schon weg, okay. Das ist übrigens eine Sache, die mich ein bisschen stört, dass man Leichen nicht mehr selbst transportieren kann, dass die einfach irgendwann die spawnen. Also ich meine, dass die irgendwann die spawnen, war ja früher, glaube ich, auch so, aber dass man die nicht mehr selbst in irgendwelche Verstecke bringen kann, finde ich ein bisschen kacke. Alles muss aussehen, wie gewünscht, bevor der Meister eintrifft. So, bist du weit genug weg? Ja. Dann tschüss mit dir. So, dann kümmere ich mich erstmal um den Typen, glaube ich. Ansonsten scheint ja auch keine weitere Wache zu sein. Nope, dann bist du jetzt fällig, Freundchen. Zack, so, hat vielleicht einer von euch noch einen Dietrich dabei? Das wäre ja noch eine Idee. Dann könnte ich es nochmal probieren. So eine Kacke, ey. 5 Dietriche reichen echt nicht. Ich brauche diesen besseren Gürtel, ganz ehrlich. So, Alarmglocke sabotiert mal schnell. Aber der hatte scheinbar auch keinen Dietrich dabei. Und die Alarmglocke mal eben schnell sabotieren. Und hepp. So. Und dann beschaffen wir uns die Pläne. Hier steht genau, wo Lafreniere sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten wird. Noch leichter hätten sie es mir kaum machen können. Genau, und wir sehen auch, wo Wachen stationiert werden. Sind einige. Auf den Dächern werden scheinbar auch einige stationiert sein. Das sind, diese Kreuze sind wahrscheinlich Scharfschützen, wie es aussieht. Sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Okay, aber mit Hilfe dieser Karte können wir uns vielleicht einen kleinen Plan vorbereiten. So, das Schöne ist, wir müssen uns den Spaß nicht merken. Wir können jetzt ins Adlerauge, da sehen wir, da werden Wachen stationiert sein überall. Aber eigentlich sollte man auch Lafreniers Fußspuren sehen. Irgendwo hier sollten die doch sein, theoretisch, oder? Da sind sie, perfekt. So, da geht er auf jeden Fall lang. Von den Fußspuren her müsste er in diese Richtung laufen. Okay, er bleibt hier wohl eine Weile stehen. Ist das eine Möglichkeit für ein Attentat? Ich glaube, von dem Baum höchstens theoretisch als Luftattentat. Aber ist ein bisschen sehr auffällig. Und die Frage wäre dann auch, wie du verschwindest am besten. Am besten dann danach hier hinten raus. Irgendwie. Und dann... Ja, und dann müsste ich bis davor laufen. Das wäre ein bisschen... Ja, wäre nicht ganz so clever, oder? Ich kletter natürlich über die Dächer. Das Problem ist halt, dass da überall die Scharfschützen sitzen, ne? Da muss man aufpassen. So, danach geht er auf jeden Fall hier weiter. Hier an der Wache vorbei. Gut, die Wache könnten wir theoretisch auch ausschalten, je nachdem, da oben stehen die Scharfschützen. Müsste man gucken, ob man vorher die ganzen Scharfschützen ausschaltet. Auf jeden Fall geht er dann hier weiter, an einer weiteren Wache vorbei. Da steht noch eine Wache. Gut, die könnte man mit etwas Glück sogar in den Heuhaufen ziehen. Die wäre nicht das Problem. Die Wache hier könnte man, wie gesagt, auch töten, je nachdem, ob ich mich vorher um die Scharfschützen kümmere. So, was haben wir dann hier? Hier bleibt er wieder eine Weile stehen. Das ist natürlich der perfekte Ort für ein Luftattentat, muss man natürlich ganz klar sagen, ne? Hier wäre der perfekte Ort für ein Luftattentat. Ist aber natürlich direkt in der Nähe eines Schützen, wie es aussieht. Und wie gesagt, Luftattentat ist das Problem, da bist du sehr auffällig. Da müsste ich direkt hochklettern danach. Wo sind denn jetzt die Fußspuren wieder? Da. Manchmal muss man einfach ein bisschen zurückrennen. So, da sind ein paar Wachen stationiert.
wie es aussieht. Hier zwei Stück, eine direkt an der Alarmglocke sogar. Gut, die da könnte ich in den Heuhaufen ziehen, aber die anderen beiden sind ein bisschen ein größeres Problem. Ich bräuchte mal wieder die Fußspuren, Leute. Dass die Fußspuren manchmal einfach verschwinden oder nicht auftauchen, ist ein bisschen kacke. Entschuldigung, kurzer Nieser. So, dann geht er hier lang und kommt tatsächlich hier am Versteck vorbei. Das wäre doch theoretisch eine Möglichkeit, hier in dem Versteck zu warten, bis er hier vorbeikommt. Einzige Problem ist, da stehen auch Wachen in der Nähe. Die hier könnte es theoretisch sehen. Und die könnte es theoretisch sehen. Ich glaube, die dritte Wache da drüben sollte kein großes Problem sein. Ich glaube, die hier ist wahrscheinlich das größte Problem. Ich glaube, die Wache sollte das nicht sehen, oder? Nee, die sollte das nicht sehen. Die Frage ist, okay, angenommen, das klappt. Ich kann ihn reinziehen und angenommen, ich töte ihn. Wenn mich die Wache natürlich nicht sieht, ist alles in Ordnung. Angenommen, die Wache sieht mich. Was machen wir dann? Dann könnten wir direkt hier runter und unseren Fluchtweg ausprobieren. Mithilfe von einer Rauchbombe sollte das machbar sein. Rauchbombe werfen und dann die Flucht nach vorne. Hier war das dann lang, ne? Ja. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber vielleicht gibt es noch was Besseres. Wir gucken mal noch weiter. Der läuft ja danach noch ein Stückchen. So, dann kommt er wieder darüber. Und dann läuft er hier rechts lang. Und hier bleibt er eine Weile stehen. Hier könnte man theoretisch auch ein Luftattentat, denke ich, versuchen. Zum Beispiel auch von da oben. Ist er natürlich auch wieder sehr auffällig. Und ich bin mir auch gerade nicht 100% sicher, wer hier genau... Also hier, wenn er hier stehen bleibt, redet er ja wahrscheinlich mit einem. Ich weiß nicht, ob das Wachen sein werden oder ob das ganz normale Typen sind, aber die werden dann natürlich auch aufmerksam. So, und danach ging er hier weiter, ne? Hallo, Fußspuren. Oh, manchmal stört das ein bisschen. Nochmal kurz die Fußspuren, aber ich glaube, dann geht er den gleichen Weg nur nochmal. Ja, ich glaube, jetzt kommt er... Ja, dann geht er den gleichen Weg nochmal. Also wir haben den Weg prinzipiell abgepasst. Hier ist, glaube ich, ein bisschen sehr auffällig. Hier mitten im Zentrum, vor allem kommst du hier schlecht weg. Von hier wäre natürlich noch die Möglichkeit, wenn ich ihn hier umbringe, könnte ich schnell hier irgendwie raus, oder? Naja, so mehr schlecht als recht. Ich glaube, ich bin für das Versteck da drüben. Selbst wenn ich eine Wache sieht, schmeiße ich eine Rauchbombe und hau durch die Katakomben ab. Das ist, glaube ich, die schlaueste Idee. Von daher, auf geht's. Ich liebe es, wenn mein Ziel zu mir kommt. Ja, das ist auf jeden Fall was Positives, ne? Nun, wenn du stehst, ich bin dich fertig bin, bist du immer als ein Besoffener. So, da kommt er. Jetzt zählt's. Da stehen auch die Scharfschützen. Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda. Okay. So, und wir müssen jetzt warten. Falsche Propheten mischen sich unter das Volk und versprechen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Bastarde! In unserem eigenen Orden fordern falsche Brüder, dass wir die Wahrheit verleugnen und verbünden sich mit eben jenen, die wir bekämpfen. Und immer lauern die Assassinen in ihren Schatten und warten auf ein Zeichen der Schwäche. Verräter! Unsere Feinde glauben, uns die Waffen zu nehmen, beraube uns unserer Macht. Ich denke, dass die Verfechter der Wahrheit nicht so leicht zu besiegen sein werden. Einheit, Stärke, Tugend. Haltet euch bereit, Brüder. Heute ist die Wahrheit auf unserer Seite. Okay, der hält da seine Reden. Wer ist das da hinten eigentlich? Achso, das ist meine Unterstützung. So, der Vorteil ist schon mal, die Scharfschützen gucken nicht in unsere Richtung. So, und der Typ da, der patrouilliert ab und an. Mit etwas Glück kann ich das richtig abpassen.
dass ich den so kriege, dass er gerade nicht hinguckt. Aber wenn es nicht klappen sollte, werde ich da nicht extra nochmal eine Runde warten, glaube ich. Sondern werde ihn dann umbringen, den guten Lafreniere. Ja, wir müssen jetzt nur warten, bis er hier vorbeikommt. Das ist das Schöne. So, da kommt er. Oui, Monsieur. Die Männer kennen ihre Pflicht. Die Bastarde entkommen uns nicht. Sehr gut. Der Feind stand uns das letzte Mal im Weg. Ja, Meister. Da kommt er langsam auf seinen Tod zugelaufen, der gute Mann. Nur weiß das noch nicht. Na komm, weiter. Jetzt müsste ich ihn doch schon sehen können. Ja, da ist er. Jetzt läuft er da an der Wache vorbei. Da wäre auch ein gutes Ziel gewesen. Na gut. Aber wäre die Frage gewesen, wo ich mich hätte verstecken sollen in der Zwischenzeit, ne? So, jetzt läuft er an der Wache da vorbei. Da war doch auch eine Wache. Ja. Und jetzt geht er hier rüber als erstes. Und der Scharfschütze da oben guckt gar nicht, okay. Und, habt ihr die Bezahlung erhalten? No sicher, mein Bruder. Ihr habt Frankreich und dem Orden einen großen Dienst erwiesen. Das vergessen wir. Der österreichische Ritus steht immer treu zum Templerorden. Na sicher, ich liebe diesen Akzent. Okay, der macht sich gerade weg, das könnte klappen. Mit etwas Glück. Wenn Lafreniere noch ein... Ah, Lafreniere ist zu langsam. Der Typ wird gerade zurückkommen, wahrscheinlich. Glaube ich. Ja gut, scheiß drauf. Tschüss! Steh nun auf, mein Bruder. Traut dem Mann doch nicht, oder? Mirabeau ist ein guter Mann, ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergebt es ihm persönlich. Ja, Meister. Meister, wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hôtel de Beauvais heute an. Oho, sie wollen Hôtel de Beauvais angreifen? Das klingt interessant. Oh nein. Warum gehe ich raus da? Oh, wahrscheinlich, weil nicht genug Platz ist für zwei. Okay, wie sehen die denn hinter? Sehen die hinter mich? Nee, ich... Kommen die ganzen Leute auf einmal her? Was ist denn hier los? Kommen denn die ganzen Leute auf einmal her? Ja gut, okay, jetzt muss ich bloß abwarten, bis der sich nochmal umdreht. Stimmt etwas nicht. Und nichts wie runter. Jetzt haben die mich zwar kurz gesehen, aber das war auch das letzte Mal. Wo kamen denn die ganzen Leute her? War das durch die Totengräber jetzt? Moment, hier ist falsch. Hier links jetzt. Okay. Das hat ja mehr als gut geklappt. Ich wusste nicht, dass Arno danach direkt rausspaziert. Das war ein bisschen schwierig jetzt. Okay, Totengräber, haltet alles auf, was eventuell hinter mir kommt. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Aufpassen. Da sind nämlich noch ein paar Wachen. Die dürfen mich nicht sehen und ich muss als erstes noch an den beiden vorbeikommen. Zack. Und jetzt nichts wie weg. Achtung, Scharfschütze auf den Dach. Einfach nichts wie weg. Ja, genau, der Scharfschütze auf dem Dach, aber der darf mich jetzt nicht mehr sehen. Perfekt! Das hat auch mehr als perfekt geklappt. Klasse! Hat auch super geklappt, aber... Ja, wir haben es in den Erinnerungen gesehen. Der gute Lafreniere hat ja dem guten Monsieur de la Serre diesen Brief geschrieben, von den wir auch gelesen haben, der... Ja, Monsieur de la Serre eigentlich davor gewarnt hat, dass er umgebracht werden soll. Da ist doch die Frage, ist Lafreniere wirklich der Mann, der wir dachten? Also hat er wirklich Monsieur de la Serre umgebracht? Wenn ja, warum sollte er ihm einen Brief schreiben, der ihn davor warnt? Das erscheint irgendwie, ja, nicht ganz so sinnvoll. Und, ja, da sollten wir vielleicht nochmal schauen. Vielleicht dem Rat Bericht erstatten, aber wie wir das machen, das seht ihr erst in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Bis dahin. Ciao.